Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es einen ganz, ganz, ganz entspannten Vlog. Und zwar bin ich hier gerade, ganz entspannt übrigens, bin ich hier an einem Bach und esse gerade eine wunderbare Banane. Und was ich machen wollte, ist so eine kleine Fragerunde. Und ich habe euch dazu aufgerufen, auf Twitter mir Fragen zu stellen. Und da sind einige Fragen reingekommen. Und das heißt, wir beantworten diese Fragen. Jetzt! Oh nein! Oh nein! Der @kmaximilian oder Maxi fragt: Hashtag fragpumpkin, kannst du uns deine 5 Lieblingsspiele aufzählen? Ja, natürlich kann ich das tun, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt 5 Lieblingsspiele habe. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber mein Lieblingsspiel, das wisst ihr wahrscheinlich auch, das seht ihr auch auf meinem Kanal, ist halt einfach diese scheiß Mücken! Ja, aber auf jeden Fall, mein Top-Lieblingsspiel ist halt Minecraft, das seht ihr halt auch an meinem Kanal, weil größtenteils spiele ich nur Minecraft auf meinem Kanal und ist einfach ein Spiel, wo du halt alles machen kannst und du hast so viele Möglichkeiten, das liebe ich an Minecraft, das ist einfach das, was ich an Minecraft liebe und ja, ist halt einfach so, für mich Minecraft, bestes Spiel. Platz 2 würde ich sagen, ist GTA, weil in GTA hast du auch so viele Möglichkeiten, auch eigentlich machen, was du willst. Und das finde ich auch extrem cool. Also GTA 5 momentan spiele ich recht häufig, obwohl ich momentan eigentlich sehr, sehr wenig spiele, ist das, was ich am zweitmeisten spiele, so. Platz 3 würde ich sagen, ist Call of Duty. Nur Platz 3, weil in den letzten Jahren hat mich Call of Duty eigentlich nur enttäuscht mit Advanced Warfare, mit diesem ganzen Herumgejumpen, dies, das, jenes. Finde ich abgehoben schlecht, finde ich nicht gut. Und auch Ghosts. Ja, Ghosts können wir einfach, müssen wir gar nicht darüber reden, ist einfach der größte Ranz gewesen, muss man einfach sagen. Und habe ich wahrscheinlich MW2 gespielt, damals noch viel getrickshottet, dies, das, jenes. Und was habe ich noch viel gemacht? Ich habe auch viel Black Ops 2 gespielt, MW3. Zu dieser Zeit habe ich richtig viel Call of Duty gesuchtet und auch richtig gerne gesuchtet. Ja, Platz 4 würde ich sagen, habe ich überhaupt keine Ahnung, weil Platz 4, ich zocke gar nicht viel mehr als diese Spiele. Nee, also wirklich nicht. Doch. World of Warcraft, Leute, WoW habe ich ultra viel gesuchtet damals, als ich so 13, 14 Jahre alt war. Ich habe so gesuchtet, Leute, ich habe so gesuchtet. Würde ich nicht tun heute mehr, weil es aber nicht gut war für mich. Oh. Die Banane ist ultra geil, muss ich einfach sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, WoW habe ich ultra viel gespielt, Platz 4. Ja, aber auf jeden Fall zusammenfassend kann ich sagen, Platz 1 ist auf jeden Fall Minecraft, Platz 2 GTA, Platz 3 COD, Platz 4 WoW. Und ja, das sind so meine Top-Lieblingsspiele. Da habe ich schon viel zu lange um diese Frage herumgekauen. Aber ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist vom @alpaka_lp und der fragt: Hashtag Frau Pumpkin, hast du eine Pumpgun? Hahaha, lustig. So, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar ist diese Frage von dem lieben D-Tracks, und zwar sagt er: Du kannst nur einen Tag dahin, und zwar einmal zurück in die Vergangenheit oder ein Blick in die Zukunft. Ja, ist eine schwere Frage, denn ich denke mir öfters so, ja, in die Vergangenheit zu reisen, das wäre sicherlich geil, dann sieht man so, wie die Leute zum Beispiel im Mittelalter gelebt haben, wie die so miteinander geredet haben, wie das ganze Zusammenleben war damals im Mittelalter, was ich ja ultra, ultra interessant, aber das Ganze hat man ja auch schon im Geschichtsunterricht gesehen, wie das Ganze halt läuft, wie der Hase gelaufen ist damals. Und das würde mich halt extrem interessieren, wie das halt damals gewesen ist. Ja, und im Handumdrehen würde mich auch ungemein interessieren, wie halt die Leute in 1000 Jahren leben. Ob es überhaupt noch so, zum Beispiel so eine geile Natur geben wird, ob ich überhaupt noch so auf einem Holzstamm sitzen kann, wie heute, oder halt nicht. Das würde mich extrem interessieren und das ist unheimlich schwer und ich kann mich kaum entscheiden, aber ich würde eher ein bisschen eher zur Zukunft tendieren, weil ich mich fast noch ein bisschen mehr interessiert. Und die Vergangenheit, die war schon, über die wissen wir schon einiges und über die Zukunft wissen wir halt nichts. Und darum würde ich sagen,
würde ich eher in die Zukunft gehen. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde, glaube ich, eher in die Zukunft gehen, ja. Auf jeden Fall, richtig geile Frage, die Drax. Du alter Schlingelmann. Die nächste Frage ist vom Luke, beziehungsweise vom @offline_lp. Und er fragt, Hashtag Frau Pumpkin, willst du mal streamen? Ja, ich habe schon ein paar Mal gestreamt und ich werde wahrscheinlich auch demnächst wieder mal streamen. Aber bei mir ist das Problem halt einfach, ich habe schlechte Internetverbindung, schlechtes Internet und da wird der Stream halt einfach nicht gut sein und ich muss schauen, dass ich irgendwann in nächster Zukunft halt diese Einstellungen ändern kann, beziehungsweise mein Anbieter wechseln kann, damit ich halt besseres Internet kriege oder irgendwas. Ich muss einfach irgendwie schauen, falls sich der ein oder andere fragt, warum ich hier oben ohne rumlaufe. Natürlich wegen meinen Ultramuskeln. Ja, ist ja unglaublich. Und natürlich auch noch, weil es 31 Grad Celsius warm ist, Leute. 31 Grad Celsius im Schatten. Nein, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube 31 Grad Celsius ist schon. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in die Sonne. Ich war jetzt hier im Schatten, ganz gechillt. Und ich würde sagen, die nächste Frage ist dann wieder an der Sonne, liebe Freunde. Bis gleich. So, da bin ich jetzt auch schon wieder und kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar vom lieben Gurkenbomber 999. Und zwar fragt der liebe Boy, was wäre der größte Wunsch deines Lebens? Das ist eine sehr, sehr geile Frage und momentan habe ich einen einzigen Wunsch und zwar ist dieser Wunsch, eine Weltreise zu machen. Warum eine Weltreise? Ich möchte mal die ganze Welt gesehen haben, nicht nur im Fernsehen oder irgendwas sowas mit Bildern oder sowas. Ich möchte die ganze Welt mal gesehen haben. Ich möchte nicht die ganze Zeit hier in der Schweiz bleiben. Ist natürlich auch schön, weil es gibt überall auf der Erde schöne Plätze und die schönen Plätze will ich überall mal sehen. Und ich möchte mal sehen, wie die Leute halt überall leben. Ich möchte entdecken, wie die Erde ist, wie das Ganze, wie halt alles ist. Ich möchte das alles mal entdecken, verschiedene Kulturen und so weiter, andere Länder, andere Titten, sagt man ja so schön. Und das möchte ich einfach mal sehen. Und wenn jemand das Geld hat, könnt ihr mir auf jeden Fall per PayPal zukommen lassen. PayPal in der Videobeschreibung. Okay. Ja, und kommen wir zur nächsten Frage und zwar ist die vom Vero Army bzw. Tanz 427. Hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil sonst kann es euch eine Gänse vom Schlangen kommen. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt zur nächsten Frage und zwar Hashtag Farbkampkin. Gibt es regelmäßige Videos? Leider vorerst doch nicht. Der Farbkin macht nie regelmäßige Videos. Ja, macht er nicht. Auf jeden Fall nicht bis zu den Sommerferien, weil vor den Ferien, Leute, kennt ihr alle, von Ferien gibt es alle Lehrer, die sagen sich, oh, yes, vor den Ferien, ich denke mir einfach mal, alle anderen Lehrer haben sicher schon alles abgeschlossen. Ich habe jetzt extra noch so lange gewartet, bis wir das Thema abschließen, bis jetzt die Sommerferien eine Woche davor sind und ja, kennen ja natürlich alle und jetzt muss ich noch ein paar Prüfungen schreiben, das Ganze, dies, das, jenes und darum wird wahrscheinlich jetzt nächste Zeit noch nicht unbedingt regelmäßig Videos kommen, aber dann während der Sommerferien will ich auf jeden Fall, Leute, das verspreche ich euch jetzt, hier und da, jeden zweiten Tag sicherlich ein Video kommen, das verspreche ich euch jeden zweiten Tag ein Video, sonst müssen wir uns noch eine Strafe ausdenken, weil ich werde am ersten Ferientag werde ich ein Video hochladen und dann sage ich mir, jeden zweiten Tag Minimum ein Video. Und wenn das nicht halt der Fall ist, dann werde ich irgendwann dann mal eine Strafe bekommen. Ja, und ich würde sagen, das wäre es jetzt gewesen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt noch eine ganz entspannte Runde baden. Ja. Wir sehen uns, wenn ich baden gehe. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich enorm über Geburtstag werden freuen. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich gehe jetzt erstmal baden! Nie mehr so ein scheiß Video, Alter.